Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Hat er ja schon lange gebraucht hier. Hat er schon Folge gleich vorbei hier. Depropide. Fahren. Nachdem wir vorige Folge so gemütlich gefahren sind, mal wieder ein bisschen mehr auf die Kacke hauen hier. Okay, wir fahren los. Aber erstmal machen wir Musik an. So, dann kannst du jetzt hier, warte mal. So. Bitte links halten. Wenn du was sagst. Well. Der LKW braucht eh schon, der hat schon. Aber ich meine, ja, hat plus 500 PS und die 23 Tonnen. Plus Leergewicht natürlich. Und da kommt jetzt was zusammen. Sehr geile Konstruktion hier mit den Autobahnen.
Palmen aus Plastik. Kurve wurde doch enger als ich dachte. Warum diese? Man könnte fast denken, die Kurven sind nur für 30 ausgelegt. Was ist das für Kameraposition hier? Das ist doch kacke. Oh, so eine Nachtfahrt. Oh, ich hab keinen Bock. Jetzt haben wir jetzt noch ein ganzes Stück gelandet, ne? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn wir zwischenzeitlich pennen gehen. Die Zeit dafür hätten wir. Wir können also locker jetzt hier irgendwo pennen und damit die Nacht überspringen. Leider hat sich nur zum Bett empfohlen. Wir sind die ganze Zeit dicht gefahren. Lol.
Also das einzige Wetterbund ist dort bei einer Garage. Und gut, dann wären Betten. Ich glaube ja, ich glaube wir fahren am Main. Kann man mich eigentlich überhaupt noch hören bei der Lautstärke? Mit offenem Fenster? Also die Musik hat man zumindest kaum noch. So, machen wir ein bisschen lauter. Ich meine, machen wir am besten auch, ne? Einfach mal ein bisschen Lautstärke hochdrehen, wenn es zu leise ist. Hey! Ich sage immer nur umfällt. Und schon haben wir 300.000 zusammen. Geil. Ich riech mir einfach so sehr rein, Leute. Meine ganze linke Schulter ist schon nass, Alter. Durchgesuppt die ganze Kacke hier. Aber der Himmel sieht so klar aus. Kann es hier regnen? Oder hört gerade auf? Weil da war gerade ganz schön Sonne. Ist so sonnig, Alter. Wie kann es da regnen? Witziger ist, wenn ich so gucke, ist keine Sonne. Wenn ich so gucke, okay, ist auch nicht mehr. Naja. Wer weiß das schon? Vielleicht hört er wirklich gleich auf. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ein bisschen Regentour kann noch, kann nicht schaden. Seht ihr dann danach wieder die Scheiben aus wie Kacke, aber was soll's. Andererseits immer schön, wenn ja mal die ganze scheiß Autobahnstaub von der Scheibe gewischt wird.
Der Ding sieht ja mal auf, als wenn ich durch die Wüste fahre. Alter, der LG wird überhaupt keine Reifen, also Aquaplaning. Was sind die für Reifen drauf? Heilige Scheiße. Ich glaube, die nächste Tour, weil ich war halt wieder doch wieder mit meinem LKW. Da weiß ich wenigstens, wie er sich beim Ring verhält. Der hier schlittert hier sich was zusammen. Ich meine, ich bin froh, dass er nicht ausbricht. Aber... Ich glaube, der Aufflieger ist gerade ein bisschen weit aufgebrochen. So hell draus mittlerweile. Kann es immer noch regnen. Muss ja wirklich richtig Platz kriegen, direkt über uns sein. Ja, da kann man nicht wirklich einfach nicht nach oben gucken. Obwohl man kann, warte mal kurz. Ah, siehst du, da sind überhaupt keine Regenwolken über uns. Schweinerei. Was ist denn vorne los? Warum haben die alle? Ah, er dröhnt auf. Da vorne kommen ein paar. Ah, da bin ich gerade im Kreisverkehr.
dachte gerade noch zwischen uns ist ein Auto oder sowas, aber ich sehe gar nichts. Na. Warum fährt das vor mir nicht? Ah, hier doch. Kann das sein? I hope. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Hä, was war das denn gerade? Alter, gerade eine Alphabahn oder was?
war. Wo bin ich denn hängen geblieben, sag mal? An dem Schild da? An der Brust habe ich jetzt? Nee, das Schild hatte ich gesehen, auf jeden Fall. Oder? Na, kann schon sein, dass ich hängen geblieben bin. Naja. Sowieso Folgenende. Von daher. Bis zur nächsten Folge denn dann. Bis dann.